Circa ein Jahr und einen Monat ist es nun her, dass ich die Canon EOS R6 Mark II vorab für euch ausprobieren und testen durfte. Und ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass ich meine eigene Kamera in Empfang nehmen konnte. Ein Jahr, in dem ich mit dieser Kamera viel gemacht habe. Ich bin zum Beispiel mit Micha zusammen eine Woche durch die Dolomiten gereist. Wir haben 2 Wochen auf Madeira verbracht mit der Familie, diverse Fotoshootings, Objektivtests, Ausflüge und natürlich habe ich auch viele Videos damit gedreht und auch darüber gedreht. Und die Kamera habe ich auch mit einigen anderen Kameras in ihrer Preisklasse verglichen. Die Erfahrung aus diesen mehr als 12 Monaten mit der Canon EOS R6 Mark II will ich in diesem Video mit euch teilen. Ich bin's David, ihr schaut der Vision und Film ab. Wenn ihr merkt, dass das Video euch gefallen hat, denkt an Like, Abo und einen Druck auf die Glocke und schaut auch gerne mal bei mir im Instagram vorbei. Wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, dass auch dieses Video nicht ohne Kritik an Canon auskommt. Denn es soll ja auch dazu dienen, zu zeigen, was noch besser sein könnte an dieser Kamera und vielleicht kann man damit ja irgendjemanden erreichen. Die Canon R6 Mark II wurde am 2. November 2022 vorgestellt, 2,5 Jahre nach der ersten R6 und hat dabei so gut wie alle Kritikpunkte, die es an der ersten R6 noch gab, deutlich verbessert. Äußerlich ist die R6 II in meiner Sammlung von Kameras nach wie vor die, die ich am liebsten in die Hand nehme. Daran ändern weder eine Sony A7 R5, die ich mittlerweile auch selbst gekauft habe, noch eine Nikon Z8 oder eine Z5 II, die ich testen durfte, nichts. Die neue Anordnung der Schalter am Body hat sich in der Praxis absolut bewährt und ist für mich die beste Methode, auch herstellerübergreifend, um Anschalter der Kamera und Umschalter zwischen Foto und Video an einer Kamera zu realisieren. Zurück zu einer R6 oder R5 fällt mir in dieser Hinsicht immer wieder sehr schwer. Ich habe ja auch noch eine R5C und ich finde das Anschalten für Fotos und das Umschalten der Modi einfach jedes Mal deutlich komplizierter als an einer Kamera, die dafür eben einfach ein klassisches Moduswahlrad oben drauf hat und einen ganz normalen Foto- und Videomodus-Umschalter auch noch mit an Bord hat. Ansonsten ist der Body kaum verändert und das finde ich bis auf ein paar Kleinigkeiten auch sehr gut so, denn ich kenne wie gesagt nichts, was in meiner Hand besser liegt. Kann aber bei jedem natürlich anders sein. In Sachen Bildqualität hat mich die R6 II im letzten Jahr nie im Stich gelassen. Ich habe dem Thema Auflösung sogar ein eigenes Video gewidmet, in dem ich die R5 virtuell quasi mit meiner R6 II vergleiche und mit ein paar Vorurteilen in Sachen Auflösung aufräume. Ringsum kann ich aber sagen, in dem Jahr mit der R6 Mark II habe ich die zusätzliche Auflösung kaum oder nie vermisst. Ich habe sogar R6 II Bilder zugeschnitten und anschließend auf 40x60 drucken lassen. Und das war auch absolut kein Problem. Was ich dagegen immer wieder im Verlauf des Jahres sehr gut fand, war die High-ISO-Leistung dieser Kamera. Ich habe Bilder mit ISO 12.800 oder 25.600 gemacht und war verblüfft davon, wie gut das am Ende noch aussieht. Deutlich besser als zum Beispiel bei Sonys A7 IV. Und mit ein wenig KI-Arbeit von Topaz AI oder Lightroom's Entrauschen-Feature bekommt man sogar mit diesen ISOs noch annähernd perfekte Resultate hin. Wer sich fragt, wann ich die 45 Megapixel der R5 doch mal vermisst habe, eigentlich fast nie. Wie gesagt, nicht mal beim Drucken. Der Großteil meiner Arbeit spielt sich aber auch im Internet ab. Instagram zum Beispiel, das ist meine Galerie, wo ich und auch die Models die Bilder teilen, die ich von ihnen gemacht habe. Und natürlich auch meine eigene Arbeit, meine Landschaftsfotografie und Drohnenfotografie. Für die Präsentation im Web ist 24 Megapixel vollkommen ausreichend. Meine R5C kommt für Fotos nur dann zum Einsatz, wenn ich zum Beispiel die Schärfe eines Objektivs bewerten möchte. Da sind die Aussagen von einer 45 Megapixel Kamera eben einfach verlässlicher als die aus einer 24 Megapixel Kamera. Wenn das Drucken aber bei mir im Vordergrund stehen würde oder das großformatige Arbeiten zum Beispiel für Werbekunden, dann würde ich wahrscheinlich weiterhin auf eine R5 vertrauen, wobei die restlichen Nachteile, die man da im Vergleich zu einer R6 II hat, doch schon irgendwie nerven würden. Wo mich die R6 II im letzten Jahr aber am meisten überrascht hat, war das Thema Dynamikumfang in der Praxis. Da sagt man Canon-Sensoren ja eigentlich schon immer ein wenig schlechtere Leistung nach. Davon habe ich aber rein gar nichts gemerkt. Ich fotografiere zwar auch heute noch oft belichtungsrein, habe die zusammengefügten HDRs aber eigentlich nie benutzt, sondern immer ein einzelnes RAW davon im Endeffekt verwendet. Fun Fact, meistens nicht das mit der richtigen Belichtung, sondern das, was eigentlich eine Blende zu dunkel belichtet wurde. Die Bilder vom Dolomitentrip oder von Madeira, die haben mich kaum noch daran zweifeln lassen, dass Canon mittlerweile Dynamikumfang in der Praxis auch richtig gut kann. Gerade Schatten hochziehen geht mit der R6 II viel besser als noch mit der R6. Abgesehen von der Auflösung, Dynamik und dem guten Rauschverhalten ist der Hauptgrund, wieso Canon mich immer wieder aufs Neue quasi verblüfft bei den Fotos, die Farben. Ich habe die Sache mit der Farbwiedergabe schon mal einen kleinen Deep Dive im Sony A7 IV gegen R6 II Video gewidmet.
Kurzum hat Canon eine deutlich schönere Farbwiedergabe, vor allem bei Hauttönen und für mein Empfinden auch eine schönere Farbwiedergabe bei Grüntönen. Da ich viele Porträts und viele Landschaftsbilder fotografiere, ist das für mich eigentlich so der Knackpunkt, der für mich auch den Unterschied macht. Aber bei diesem Thema wären wir eben auch schon am ersten großen Kritikpunkt an der R6 Mark II. Und auch an allen anderen Canon-Kameras, die es derzeit gibt. Es gibt nach wie vor keine Gesichtspriorität bei der Belichtungsmessung. Das fehlt. Und es ist einfach nur schwach. Ich habe über das Jahr aktuelle Kameras von Sony, von Panasonic, von Fujifilm und von Nikon getestet. Und jede dieser Kameras verfügt über eine Gesichtspriorität in dem Belichtungsmessmodi. Ich vermute also nicht, dass das ein Patent ist, was Grund dafür ist, dass es bei Canon nicht da ist. Denn will man wirklich so geizig sein, dass alle anderen Hersteller dieses in der Praxis unfassbar praktische Feature haben, nur Canon eben nicht? Ich verstehe es wirklich überhaupt gar nicht. Das nächste Thema, worüber wir bei der R6 II sprechen sollten, ist die Geschwindigkeit des Sensors. Klar, das steht hier im Mittelpunkt. Damit ist dieser 24-Megapixel-Sensor in dieser Kamera hier nach wie vor alleine. Er erreicht bis zu 40 Bilder pro Sekunde und es gab im letzten Jahr sogar eine Situation, wo ich die Kamera in diesem Modus genutzt habe. Ja, wirklich. Ich war sowohl auf Madeira als auch auf Gran Canaria auf Whale-Watching-Tour, in der Hoffnung, wirklich tolle Bilder von Delfinen und Walen fotografieren zu können in der freien Wildbahn. Geklappt hat das am Ende aber leider nicht. Das lag aber nicht an der Kamera oder dass sie zu langsam war, sondern an meinem beschränken können auf diesem Gebiet. Wer denkt, er macht auf den ersten oder zweiten Versuch gleich atemberaubende Bilder von Meeressäugetieren, den muss ich leider enttäuschen und ein bisschen den Kopf waschen. Trotzdem war es für mich schön, diese Herausforderung zu sehen und mal was Neues zu probieren. Was da dann aber zumindest kein Problem mehr war, war der Puffer der Kamera, der sich am Anfang noch sehr, sehr langsam geleert hat. Das habe ich im ersten R6 II Review angesprochen. Im Verlauf des Jahres hatte ich herausgefunden, dass dieses Problem ein Zusammenspiel aus Kamera und einigen Speicherkarten ist. Mit UHS II Kingston 256 GB und SanDisk 128 GB Karten war das arschlangsam. Verwende ich aber wiederum die gleiche Kingston-Karte in 128 GB oder eine meiner neueren PNY-Karten, wird der Puffer deutlich schneller wieder geleert und die Kamera ist super fix einsatzbereit für neue Serienbilder. Da sollten sich andere Hersteller mal eine Scheibe von abschneiden, wie zum Beispiel Panasonic mit der S5 II oder auch Sony mit der A7 IV, sobald SD-Karten zum Einsatz kommen. Wären die 40 Bilder pro Sekunde jetzt irgendwo wirklich, wirklich notwendig gewesen? Nein. Auch 20 Bilder pro Sekunde aus einer R5 oder R6 sind beeindruckend und genug eigentlich für die meisten Situationen. Was die aber nicht haben, ist ein derart schnell auslesender Sensor, der den Rolling Shutter Effekt bei elektronischem Verschluss so gut wie unsichtbar macht und minimiert. Nicht in einem Bild von irgendwas in Bewegung war auch nur ein Hauch von Rolling Shutter Effekt zu sehen und das hier in der R6 II eben auch ohne einen teuren und komplexen Stacked Sensor und eben ohne einen noch teureren Global Shutter Sensor. Auch das gibt es nirgendwo anders auf dem Markt und gerade das zusammen mit den 40 Bildern pro Sekunde macht die R6 Mark II für mich im Vollformatsegment nach wie vor zu einer der besten Wildlife-Kameras. Was ich mir aber sehr wünschen würde, wäre ein elektronischer Verschlussmodus, der dennoch mit 14-Bit Farbtiefe arbeitet, dann eben wiederum etwas langsamer ausliest. Denn genau dann, wenn man die schnelle Auslesezeit gar nicht braucht, aber trotzdem elektronischen Verschluss verwenden möchte, wäre das wiederum sehr, sehr praktisch. Mir fallen da zum Beispiel Timelapse-Fotos ein. Oder eben auch einfach komplett lautlose Aufnahmen von Dingen ohne Bewegung, zum Beispiel in Kirchen oder Architektur, wo man eben keine Geräusche machen will oder in Museen. Das gibt es bei Sony zum Beispiel im Single-Shot-elektronischen Verschlussmodus. Nervt dort auch manchmal, wenn man zum Beispiel nicht daran denkt, dass man jetzt eben nicht mal einen Mensch im Gehen fotografieren sollte, ohne dass er verzerrt wird. Aber für vieles ist das eben auch ganz praktisch und da hätte ich eben einfach gerne ein bisschen mehr Auswahl. Bei Canon heißt elektronischer Verschluss immer automatisch 12-Bit Farbtiefe in den RAW-Files. Übrigens, kleiner Tipp, schaltet für sowas wie meine Whale-Watching-Versuche den Autofokus auf einen kleineren zentralen Spot oder wählt einen horizontalen Balken. Ja. Da bei mir alles sehr, sehr schnell ging, hatte ich nicht nur zu Beginn eine völlig unpassende Belichtungszeit gewählt, sondern der Autofokus auf dem gesamten Bereich hat auch unnötig rumgesucht. Wenn ein Wal oder Delfin dann mal so halb aus dem Wasser schaut, dann erkennt halt auch die Motiverkennung der Kamera leider das nicht. Das ist bei allen so. Das RF 100 bis 500 Objektiv hat dabei zwar super funktioniert, aber ist bei den Bildern, die ich am Ende gemacht habe und die gut geworden sind, gar nicht wirklich nötig gewesen. Der Autofokus der R6 Mark II ist für mich nach wie vor einer der besten auf dem Markt. Sonys A7 R5 ist das einzige, was damit vergleichbar wäre. Der Sony fehlt aber leider die automatische Umschaltung in der Motiverkennung, die ich
absolut schätze. Das habe ich bisher nur bei der Nikon Z8 auch so gesehen, dass ich vermute mal die neuere ZF und die Z9 per Update haben das auch. Was ich meistens fotografiere, sind Porträts bei Offenblende, wo der perfekte Autofokus enorm wichtig ist. Und andererseits noch Landschaftsfotos, wo der perfekte Autofokus kaum wichtig ist. Vom Interface und der Bedienung des Autofokus finde ich das bei Canon nach wie vor deutlich angenehmer als bei Sony, Nikon oder Panasonic oder auch Fuji. Problematische Out-of-Focus-Bilder, wo ich dann dachte, ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass das nicht ordentlich geworden ist, gab es mit der R6 II keine. Wenn, dann lag der Fehler eher bei mir, wie bei den Walen oder Delfinen, denn selbst meine sehr wuseligen Kinder mit 5 und 3 Jahren haben die Kamera sozusagen nicht überfordert. Was mir auch immer wieder richtig gut gefällt an der R6 Mark II, aber eigentlich ein Nachteil gegenüber der R5 ist, sind die Speicherkarten. Zwei SD-Karten zu haben, ist für mich einfach eine Wohltat. Gerade unterwegs auf Reisen. Einfach die SD-Karte raus aus der Kamera, rein in den Laptop und los geht's. Einfacher geht's für mich im Workflow nicht. Vor allem nicht bei Canon oder Nikon, die es beide nach wie vor nicht schaffen, ihre Kameras als Massenspeicher über USB-C mit PCs und Laptops zu verbinden, um einfach direkt Dateien von Speicherkarten zu kopieren. Jeder Windows-Nutzer wird sich jetzt fragen, hä, das geht doch? Ja, das geht über Windows, aber leider nicht unter macOS. Da muss man zuerst auf die Fotos-App oder andere Hilfsmittel zurückgreifen, wenn man die Kamera direkt per USB-C verbinden will. Also SD-Karten nach wie vor ein riesiger Vorteil in der Praxis, wenn auch so gesehen technisch ein Nachteil. Sollte die R5 Mark II ohne zumindest einen SD-Karten-Slot auf den Markt kommen, werde ich sie vermutlich nicht kaufen oder eben wieder damit leben müssen, immer einen Kartenleser auch auf Reisen dabei zu haben. Oder Canon baut halt einfach mal einen Massenspeichermodus in die Kamera ein, um dieses Problem zumindest unter macOS zu umgehen. Das Thema Video ist etwas, was mit der R6 II natürlich auch massiv aufgebessert wurde. Um genau zu sein, liegen Welten zwischen der R6 und der R6 II bei diesem Thema. Die R6 II ist nicht nur eine völlig zuverlässige 4K-Kamera ohne Overheating, sondern auch eine sehr zuverlässige 4K60-Kamera und dabei weiterhin eine der wenigen Vollformat-Kameras auf dem Markt, die 4K60 FPS vom gesamten Sensor auslesen können ohne Crop. Das schaffen nur Kameras mit Sonys 12-Megapixel-Sensor, von denen einzig die ZV-E1 preislich konkurrenzfähig zur R6 Mark II ist. Und Kameras mit Stacked-Sensoren wie A1, R3, Z8 oder Z9 schaffen das auch, sind aber eben deutlich, deutlich teurer. Es ist also die einzige echte Hybridkamera in diesem Preisrahmen, die das kann, da man die ZV-E1 ja eben nicht als echte Foto-Hybridkamera verwenden kann. Hier im Studio filme ich zwar meistens mit einem meiner R5C, wie jetzt gerade auch, aber für Studio-B-Roll, wie hier zum Beispiel in den Aufnahmen des Osmo Pocket 3 oder Outdoor, habe ich dieses Jahr oft mit der R6 II gearbeitet. Sowohl als B-Roll-Kamera für 4K60 Slow Motion, als auch als A-Rolle-Kamera auf einem Stativ mit Funkmikrofon angeschlossen, zum Beispiel wenn ich im Urlaub bin, nehme ich meist die R5C nicht mit. Dabei hat mich die Kamera nicht ein einziges Mal im Stich gelassen. In der Praxis keinerlei Overheating, nicht mal eine Warnung gesehen dafür hinten auf dem Display. Keine Video-Autofokus-Probleme und ein für mich gewohnter Workflow mit dem C-Log3 Farbprofil. Das klingt alles erstmal schön und gut, aber auch beim Thema Video gibt es noch die meisten Dinge, die ich an der R6 II gerne verbessert sehen würde. Ich kann nicht verstehen, wieso die Wasserwaage ausgeblendet wird, sobald man die Aufnahme startet. Oder warum 10-Bit Farbtiefe in dieser Kamera als HEVC-Dateien nur mit C-Log3 oder HDR-PQ möglich sind. Ich würde mir 10-Bit Farbtiefe hier drin so gerne mit Canons White DR Farbprofil oder mit dem C709 aus den Cinema-Kameras auf diesen Consumer-Kameras wünschen und noch dazu eine klare Auswahl für Codec, Bitrate und das Subsampling, wie es Sony, Nikon oder Panasonic auch können. Nach wie vor gibt es viele PCs bei den Leuten, die da zu Hause stehen, die mit 10-Bit 422 HEVC aus solchen Kameras bis runter zu einer R5 oder normalen R6 ihre Probleme haben. Und die R5C kann ja zum Beispiel auch problemlos 10-Bit 420 aufnehmen. Und das kleinste, größte Problem an dem Videomodus der R6 II bleibt nach wie vor der Micro-HDMI-Anschluss. Um meine R5C habe ich einen Cage, da wird das Kabel quasi nie entfernt. Will ich aber an meine R6 II einen Monitor anschließen, habe ich jedes Mal irgendwie die Angst, da was kaputt zu machen. Wieso die Hersteller nicht einfach zwei USB-C-Anschlüsse dran machen und den zweiten USB-C-Anschluss über den DisplayPort-Altmodus zur Bildausgabe auf einen HDMI-Monitor verwenden? Keine Ahnung, verstehe ich nicht so richtig. Was auch sehr interessant ist, vor einem Jahr habe ich euch noch erzählt, dass die R6 II RAW-Video über HDMI kann.
Zumindest gab es die Option dafür im Menü schon zur Auslieferung. Es hat aber über ein halbes Jahr gedauert, ehe Atomos die richtige Firmware für die Recorder fertig hatte, damit man das überhaupt irgendwie nutzen konnte. Und auch dann braucht man einen teuren Atomos-Recorder wie den Ninja V Plus oder Ninja Ultra, um 6K 60 FPS RAW rauszubekommen aus der Kamera. Ein einfacher Ninja V reicht aber für 6K 30 FPS. Wie bei fast allen HDMI RAW-Kameras kann man mit dem Material aber relativ wenig anfangen, wenn man nicht gerade Final Cut-Nutzer ist. An dieser Stelle gerne der Hinweis an Canon, dass man RAW-Video auch für Blackmagic's Recorder kompatibel machen kann, so dass diese dann B-RAW-Video aufzeichnen, was man auch in der besten Videoschnittsoftware der Welt benutzen kann, DaVinci Resolve. Was ich mir von Canon aber auch noch wünschen würde, wären Custom User LUTs in der Kamera. Das lassen Sony und Panasonic mittlerweile in einigen Modellen zu und wäre auch hier absolut willkommen. Waveforms und Vectorscopes sowieso, aber ich glaube, das ist Wunschdenken, ganz egal, ob Nikon oder Panasonic das machen, wobei Waveforms auch einfach für Fotos deutlich besser wären als normale Histogramme. Was Canon auch noch angehen könnte, ist C-Log3 bzw. das fehlende C-Log2. Die Log-Profile der Konkurrenz bieten jeweils mehr Dynamikumfang, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, in der Praxis hat mich das bisher noch absolut überhaupt nicht gestört. Wer von euch holt denn bitte aus seinen Log-Aufzeichnungen das absolute Maximum an Highlights zurück und zieht die Schatten absolut aufs Maximum hoch? Ich glaube, kaum jemand. Und ein bisschen Spielraum hat man auch mit C-Log3. Das ist also wirklich Meckern auf hohem Niveau, wenn jemand sagt, C-Log3 hat einen schlechteren Dynamikumfang. Ich würde mir auch wünschen, dass es mit der R6 II möglich wäre, die HDMI-Ausgabe und Display-Ausgabe gleichzeitig nutzen zu können, sodass man zum Beispiel im Videoeinsatz mit einem extra Monitor angeschlossen auch den Touch-Autofokus nutzen kann. Was mir dagegen aber sehr, sehr gut gefällt und ich für den Produktiveinsatz gegenüber der R5 absolut bevorzuge, ist der Blitzschuh, auf dem jetzt auch ein XLR-Adapter Platz hat, wie ich ihn zum Beispiel auch auf der R5C verwende. So bekommt man auch professionelle Mikrofone mit XLR direkt in die Kamera, aber das kann die Konkurrenz ja eben auch. War das also sozusagen notwendig, nur Nikon macht es irgendwie nicht. Der schnelle Sensor sorgt aber natürlich auch beim Thema Video für so wenig Rolling-Shutter-Effekt wie in keiner anderen Kamera dieser Preisklasse auf dem Markt. Bewegungen und Schwenks sind hier also absolut überhaupt kein Problem. Rundum für Video, vor allem durch das cropfreie 4K 60, meiner Meinung nach eine der besten Mittelklasse-Vollformat-Kameras auf dem Markt und so eben durch die guten Foto-Features auch eine der besten Hybrid-Kameras auf dem Markt. Was an der R6 II etwas besser sein könnte, ist der Sucher. Da würde ich mir manchmal eine leicht höhere Auflösung wünschen. Aber zumindest kann man ja hier eben auch die 120 Hz, also die volle Geschwindigkeit des Sensors, mit der vollen Auflösung kombiniert nutzen. In diesem Modus ist das ein richtig positiver Unterschied zum Beispiel zum Sucher meiner Sony A7 IV. Das Display der R6 II ist eines der wenigen Themen, wo ich die Kamera tatsächlich ein wenig besser sehen könnte. Mein Problem ist auch hier nicht die Auflösung, die stört mich nicht. Mich stört eher die niedrige Helligkeit im Vergleich zu den Displays der Konkurrenz. Das, was da schon die erste R6 konnte, kann auch die R6 II und leider nicht mehr, leider nichts anderes. Das sind nach wie vor 600 Nits bzw. Candelas pro Quadratmeter. Die Konkurrenz kann um die 900. Eine rundum zufriedenstellende Mechanik, wie sie zum Beispiel in Sonys A7 R5 zum Einsatz kommt, könnte man sich wünschen, wird aber vermutlich eher in Topmodellen wie einer R5 Mark II Einzug halten, wenn überhaupt. Ich würde es mir auf jeden Fall da wünschen. Aber etwas, was sich im Prinzip kaum verändert hat, seitdem ich Mitte 2020 ins Canon-System eingestiegen bin, ist das Objektivangebot. Von den Objektiven, die ich besitze, ist keins in den letzten 3 Jahren auf den Markt gekommen. Und ich habe selbst seit Mitte 2021, das muss man sich mal überlegen, kein neues RF-Mount-Objektiv mehr gekauft. Es gibt auch nichts, was mich ansprechen würde. Ich habe die Holy Trinity aus dem 15-35, 24-70 und 70-200 jeweils mit Blende 2.8. Die gibt es seit 2019 und seit 2020 habe ich die. Und dazu habe ich mir noch mein Traumobjektiv, das 85-1.2, Mitte 2021 gebraucht gekauft. Von Canons aktuellem Angebot gibt es nichts, was ich noch bräuchte. Und das, was ich noch brauche, gibt es nicht. 35mm muss ich immer noch über das Adaptieren meines alten Sigma 35mm 1.4 realisieren, hängt jetzt gerade an der Kamera und filmt mich, weil Canon diese Brennweite für Profis anscheinend nicht so wichtig hält. 35mm 1.2 oder 1.4, da gibt es schon so lange Gerüchte,
wie ich Canon-Zeug besitze, aber Objektive und zählbares, kaufbares gibt es nicht. Genauso hätte ich sehr, sehr gerne wieder ein tolles 24mm 1.4 wie mein Sony G-Master damals. Auch das gibt es nicht. Und vermutlich würde ich mein Geld auch für eine lichtstarke Ultraweitwinkel-Festbrennweite ausgeben, wie in 16 oder 14mm 1.8, 1.4 oder was auch immer. Aber auch das gibt es nicht. Ich werde sozusagen mein Geld bei Canon nicht los. Weil seit Mitte 2019 überhaupt kein neues Objektiv mehr vorgestellt wurde, was mich persönlich selbst interessiert. Und von anderen Herstellern werden RF-Objektive ja weiterhin von Canon verhindert. Obwohl genau das eben der Punkt ist. Man braucht nicht alles selbst zu machen. Canon kann und muss gar nicht jeden Preisbereich und jede Qualitätsstufe abdecken. Das könnten super einfach auch Sigma und Tamron übernehmen mit bereits bestehenden Objektiven, die es bereits auf dem Markt gibt, mit keinen neuen Designs, die man sich erst ausdenken muss. Ich würde mir da generell lichtstärkere und hochwertigere Objektive wünschen, die preislich leicht über Canons Plastikbechern liegen und sowas wie Wetterschutz mit sich bringen oder zum Beispiel keinen ausfahrbaren Tubus, einen leiseren Autofokus und natürlich auch eine viel bessere Verarbeitungsqualität. Aber auch im High-End-Bereich gibt es mir zu wenig. Ein RF 100 bis 500 spricht zum Beispiel mich gar nicht an. Das liegt nicht nur am hohen Preis. Da ich aber einen super Telezoom haben wollte, habe ich mich zuerst mit einem Sigma 150 bis 600 am Adapter versucht. Das hat nicht besonders toll funktioniert, weil das Zusammenspiel zwischen dieser Linse und Canons Adapter und den Kameras nicht unbedingt das Beste ist. Danach kam ein gebrauchtes EF 100 bis 400 LIS 2 hier ins Haus, inklusive 1.4er Extender. Dann bin ich bei 560mm und Blende 8 nicht so viel mieser als das 100 bis 500 bei Blende 7.1. Nicht, dass Canon keine neuen Objektive mehr vorstellt, aber leider hat mich davon in den letzten Jahren nicht angelacht, sodass ich es haben wollte. Und dabei bin ich 2020 nicht nur wegen der R5 zu Canon gewechselt, sondern auch, weil ich die Objektive viel interessanter fand. 85-1.2, 70-200 in klein und leicht, 24-70 mit Bildstabilisator für Video wichtig und 15-35 statt 16-35, was es überall gibt. Das waren damals für mich meine Argumente. Seitdem kam aber nicht mehr viel dazu, wo ich so argumentieren könnte. Zum Glücklichsein fehlen mir eigentlich nur endlich mal ein paar RFL-Weitwinkel-Festbrennweiten. Kleiner Funfact, der so gar nicht lustig ist, Canons weitwinkligste Profilinse für den RF-Mount ist ein 50mm 1.2. Darunter gibt es keine RFL-Festbrennweiten und das muss man erstmal sacken lassen. Und vielleicht auch bessere Neuauflagen eines 15-35-2.8 oder eines 24-70-2.8. Denn mit den neueren G-Master 2 Objektiven hat Sony in dieser Hinsicht wieder deutlich die Nase vorne, was die Qualität, was die Schärfe, die CAs und natürlich auch Größe und Gewicht angeht. Und dabei sind die auch nicht hochgradig korrigiert, die Objektive, die ich da von Sony getestet habe. Und ich weiß, wovon ich spreche, denn ich teste hier auf dem Kanal eben sowohl Canon als auch Sony Equipment, auch Nikon und Panasonic ein bisschen und Fuji eben auch. Und auch wenn das komisch klingt, aber ich persönlich brauche die Drittanbieter-Objektive gar nicht. Einzig vielleicht ein Tamron 35 bis 150 würde mich anlachen. Gibt's für Sony, gibt's für Nikon, warum gibt's das eben nicht für Canon? Zu Sigma habe ich ein sehr gestörtes Verhältnis aufgrund des Umgangs mit kritischer Berichterstattung der Sigma Deutschland Zweigstelle. Ein Sigma 35mm 1.4 würde ich mir zum Beispiel gar nicht kaufen, obwohl ich diese Brennweite liebe. Die Brennweiten darunter wären dann schon interessanter. Da würde ich aber auch Canon-Gegenstücke dazu eher mal austesten wollen und schauen, was sie dann im Vergleich taugen. Und dann würde es für Sigma wahrscheinlich schon wieder schwer werden. Nur kann Canon die Objektive anscheinend gar nicht schnell genug entwickeln und auf den Markt bringen, so wie der Bedarf dafür bei den Nutzern da ist. Denn ich bin definitiv nicht der Einzige, der sagt, ey, 35er, 24er, lichtstarke Festbrennweite unten rum. Ja, wo bleiben die? Trotzdem wünsche ich mir natürlich die Öffnung für Drittanbieter enorm, damit die Kameras mehr Verbreitung finden. Denn für mich war der Umstieg auf Canon für meine eigene Arbeit ein richtiger Aha-Moment. Wie gut sich eine Kamera eigentlich anführen und bedienen lassen kann und wie schön Farben sein können, wenn sie schon aus der Kamera herauskommen. Mit günstigeren und guten alternativen Objektiven würde man insgesamt deutlich besser aufgestellt sein. Denn ich sag's euch, seit ein paar Jahren im direkten Vergleich liegt eine Kamera wie die Sony A7 IV eben nicht vor den Gegenstücken von Canon, sondern in Summe der Features dahinter. Die Leute kaufen sie aber, weil es so viele günstige Objektive dafür gibt. Was ich aber leider etwas schade fand, anders als bei der R5 und R6 damals gab es in den ersten 12 Monaten für die R6 Mark II kaum entscheidende Firmware-Upgrades. Klingt jetzt erstmal schlecht, aber
das muss man eben auch so sehen, dass die Kamera eben zur Vorstellung schon relativ ausgereift war. Sowas wie Verbesserung des IBIS-Wobble war nicht nötig, das war hier schon drin. Und auch die Verbesserung beim Overheating und den Abschaltezeiten der R5 und der R6 war hier nicht nötig, weil es von Anfang an deutlich besser war. Und auch alle Autofokus-Modi sind hier eben schon mit drin gewesen. Und sowas, was von Anfang an gut und besser war und mich immer wieder begeistert hat, auch im Verlauf des Jahres, ist die Akkulaufzeit dieser Kamera. Der Sprung von der ersten R6, damals mit die schlechteste Kamera in dieser Hinsicht auf dem Markt, zur R6 II, die nach wie vor beste Kamera in Sachen Akkulaufzeit, ist einfach enorm. Ein kritisches Akkuleer gab es bisher noch nicht. Und beim Dolomitentrip habe ich meinen ersten Akku erst am Praxer Wildsee gewechselt. Das war Tag 4 des Trips. Davor waren wir am Plansee, am Stulpenfall, auf der Seieralm und mit der Seilbahn auf der Sekeda. Micha musste den XT5 Akku vorher schon zweimal wechseln. Muss man sich mal überlegen. Und auch für Video gab es daran rein gar nichts zu meckern. Die Kamera überflügelt dabei sämtliche Konkurrenz wie die Sony A7 IV oder eben auch Panasonic's S5 II deutlich. Insgesamt ist die Canon R6 Mark II eine der wenigen Kameras, an der ich im ersten Jahr, dass ich sie hatte, kaum etwas zu beanstanden hatte. Und das hatte ich so bisher noch mit keiner Kamera, die ich selber gekauft habe. Und ihr wisst ja, dass ich mit Kameras und Objektiven ziemlich kritisch bin. Dafür bin ich ja sozusagen bekannt. Mancher Hersteller würde auch sagen, berüchtigt. Die R6 II hat mich immer wieder positiv überrascht mit ihrer Bildqualität, mit ihren Fähigkeiten in Sachen Foto und Video. Und Verbesserungswünsche gibt es eigentlich nur da, wo man es sowieso gerne an Canon generell verbessern würde. Was ich aber ziemlich gut finde, ist die aktuelle Preissituation von Canon. Von 2.900 Euro vor einem Jahr auf jetzt effektive 2.200 Euro nach Aktionen innerhalb von 12 Monaten. Einen derartigen Sprung gab es bei Sonys A7 IV beispielsweise nicht. Und so liegen beide Kameras nach Aktionspreisen derzeit gerade mal 100 Euro auseinander. Eigentlich ist so ein Preissturz bei Canon innerhalb von 12 Monaten auch ziemlich ungewöhnlich. Wenn man schaut, was zum Beispiel eine R5 nach 12 Monaten noch gekostet hat, Spoiler-Alarm, nämlich genauso viel wie zur Vorstellung. Aber man schaut dabei Canon jetzt vermutlich eben auch auf die Konkurrenz. Wenn es nur nach den Kamerapreisen geht, dann gäbe es anhand von dem, was die Kameras können, keine Gründe, eine Sony A7 IV zu kaufen. Ja, weil 100 Euro mehr und dafür eine eigentlich rundum bessere R6 Mark II. Aber die Kamera selbst ist eben nicht alles. Die Auswahl und die Preise der Objektive sind eben verdammt wichtig für die gesamten Systemkosten. Und es ist eben auch wichtig, was man vielleicht schon hat oder eben auch schon kennt. Mir hat die R6 II in den letzten 12 Monaten enorm viel Freude bereitet. Und ich denke, wenn ihr vor einer Kaufentscheidung stehen würdet, dann würde die R6 Mark II euch ebenfalls kaum enttäuschen. Sei es als Upgrade von einer EOS R, einer RP oder auch als Umstieg von einer DSLR. Und selbst bei mir, der Umstieg von der R5 auf die R6 II hat mich nicht enttäuscht in Summe. Vor allem, da Canon offensichtlich auch den Preiskampf auf dem Markt annimmt und Canon-Kameras jetzt zu faireren Preisen angeboten werden. Und um euch die R6 Mark II noch schmackhafter zu machen, gibt es ab heute Abend bei Fotokoch zu den schon unfassbar guten Preis der R6 Mark II auch noch Canons RF 50mm 1.8 STM Objektiv mit oben drauf. Immerhin auch nochmal ein 180 bis 200 Euro teures Objektiv. Das ist auch ganz unabhängig von irgendwelchen Rabattangebotstagen oder Hausmessepreisen der Händler der mit Abstand beste Deal für die Canon R6 Mark II. Und Links zur Canon R6 Mark II findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Und wenn ihr über diese Links einkauft, dann unterstützt ihr damit für euch kostenlos diesen Kanal hier und sorgt damit dafür, dass ich weiterhin solche Videos für euch machen kann. Denn so funktioniert sozusagen mein Geschäftsmodell. Und auch Canon hat für die Adventszeit einen Giveaway-Preis für euch locker gemacht. Denn heute könnt ihr unter diesem Video einen Canon Selfie Square QX10 Fotodrucker in Mintgrün gewinnen. Der kleine Drucker druckt eure Bilder von Kamera oder Smartphone in 62x62 oder in 68x68mm aus. Perfekt, um die Bilder zum Beispiel in Fotoalben einzukleben. Der Drucker hat einen Wert von 150 Euro. Und um zu gewinnen, müsst ihr meinen YouTube-Kanal DaVision abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das Video hier liken und einen Kommentar unter das Video setzen. Was in dem Kommentar steht, überlasse ich ganz allein euch. Schreibt was zum Thema, also zur Canon R6 Mark II. Schreibt Fragen, die ihr habt. Schreibt Anregungen, Verbesserungswünsche, Dankesworte oder. Instagram lassen wir heute mal weg. Aber dort könnt ihr mir natürlich auch folgen, wenn ihr wollt.
sehe ich natürlich sehr, sehr gerne. Und dort seht ihr eben auch viele Bilder von mir. Wie gesagt, das ist sozusagen meine Galerie meiner Arbeit. Das Gewinnspiel hier läuft wieder 7 Tage ab Online-Gehen dieses Videos hier, also bis zum 20.12.2023 um 20 Uhr. Der Gewinner wird auch diesmal in meinem Charity-Weihnachts-Livestream am 23.12. bekannt gegeben. Alle Infos zum Gewinnspiel findet ihr natürlich auch nochmal da unten in der Videobeschreibung. Und das war's für heute von mir. Und auch unabhängig vom Gewinnspiel hoffe ich natürlich sehr, dass das Video euch gefallen hat. Hier findet ihr jetzt noch 2 weitere Videos, die ihr gerne im Anschluss anschauen könnt. Und ich sage dann mal, ciao, bis zum nächsten Mal.